Schön, dass ihr schon mit dabei seid bei einer weiteren Folge. Dieses Mal fange ich die Runde, ja, nicht im Spiel an, sondern hier, weil ich ja ein bisschen Zeit brauche, um alles zu erklären. Ich sollte ja von Nightwolf, einem unserer Abonnenten, sollte ich ja ein Anti-Gen-Rush-Perk-Build ja spielen und auch ein bisschen vorstellen. Dazu will ich eine kleine Anmerkung machen, ist aber allerdings auch nur meine persönliche Anmerkung. Und zwar ist es so, dass ich felsenfester Meinung bin, dass man nicht den Nonplusultra Anti-Gen-Rush-Perk-Build auf jedem Killer spielen kann. Also jeder Killer hat andere Perks, die auf ihm total wichtig sind, die aber bei anderen Killern zum Beispiel total unwichtig sind. Beispielsweise Barbecue und Chili brauchst du jetzt nicht zwingend auf einem Doktor, meiner Meinung nach, weil er die Kopien hat. Ich meine, jetzt werden mich wahrscheinlich viele Barbecue und Chili-Spieler wahrscheinlich schon haten und werden sagen, was, ohne Barbecue und Chili willst du spielen? Ja, ich finde es auf dem Doktor zum Beispiel fast unnötig. Zu meinem Perk-Build, ich spiele jetzt mit einem Full Metal Anti Gen Rush Perk, andersrum. Ich spiele eigentlich nur mit Perks, die was mit dem Gen zu tun haben. Also ihr seht es ja selber, beispielsweise mit Pop Goes the Weasel, durchdringendes Zittern, korrupte Intervention, was war das letzte? Und Uneinigkeit, genau. Das sind jetzt alles so mehr oder weniger Perks, die irgendwas mit einem Gen zu tun haben. Warum ich Uneinigkeit mitgenommen habe, ist eigentlich relativ klar, weil ich möchte Bescheid wissen, wenn halt zwei Leute an einem Gen hocken. Weil ihr werdet häufig mit einem Premade-Team konfrontiert werden. Mal mindestens aus zwei Spielern. Mindestens. Kaum einer spielt alleine. Und, schade. Genau, und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, auch Uneinigkeit mitzunehmen. So, jetzt werdet ihr auch sehen, warum. Weil ich jag die jetzt erstmal da vorne weg. Oh, weia, weia. So, ein bisschen Schrecken, bisschen, hier ein bisschen Schrecken verursachen, auch ein bisschen Snowballen, einfach aus dem Grund, weil ich halt Spirit bin, wisst ihr, Leute? Vergiss es. Ich bin Spirit, ich gehe Snowballen, ich renne von A nach B und wieder zurück, wisst ihr? Und das ist der Grund, warum ich Spirit einfach Liebe. Ach Quatsch, ich hab mir da drüben niedergesetzt. Oh Mann, ich bin so lost manchmal. Aber wo ist der? Hier. Ach, da war er. Okay, die Claudette wollte ich eigentlich haben. Ja, ich habe jetzt einfach viele Leute beschäftigt. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Taschenlampe, war mir klar. Ich habe einfach viele Leute jetzt beschäftigt. Ich habe den Schweit niedergestreckt. Ich hatte die Claudette dabei. Und die Yui, ich glaube, es war eine Yui, war beschäftigt. Sie haben jetzt einfach alle keine Gens gemacht. Das heißt, hier habe ich einfach verdammt viele Leute beschäftigt. Mit ein bisschen Snowballen. Das ist halt die Stärke von. Ups, das ist ja noch, geht ja noch zurück. Vor lauter Babbeln habe ich es jetzt kaum noch gehört. Das ist halt einfach die Stärke von Spirit. Sobald halt einer am Boden liegt und ihr seht einen anderen, geht einfach snowboarden, geht ein bisschen sluggen, ist zwar ein bisschen fies, aber das ist einfach Spirits Stärke, meiner Meinung nach. Ihr könnt schnell von A nach B, die Leute wissen gar nicht, dass ihr sie verfolgt, sie sehen es ja nicht. Auf einmal steht ihr vorne und drückt ihr einfach mal das Samurai-Schwert in den Rücken rein. Perfekt, passt doch. So, jetzt haben sie sich alle schön hochgeheilt, das heißt, korrupte Intervention hat mir ganz gut geholfen. Jetzt werde ich hier nochmal kurz Pop Goes the Weasel draufsetzen. Das heißt, es hat schon mal ein bisschen einen Zweck gehabt. Ich habe noch keinen Gen verloren. Da werde ich schon mal kurz drauf. Die spielt, glaube ich, mit Sprint Boost, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja.
sehr gut. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich Spirit spiele, gehe ich mein Headset nochmal ein bisschen lauter einstellen. Einfach, dass ich das Stöhngeräuschen ein bisschen lauter höre. Okay, ich dachte, sie wäre hochgelaufen. Ah, hier. Ach, komm. Ich gehe mal stark davon aus, dass in den nächsten 30 Sekunden... wo läuft die denn lang? In Gen fertig gemacht werden dürfte. Was? Was? Wie habe ich denn den Schlag nicht getroffen? Alter, das Schwert muss die doch gestriffen haben. Ey, dieser Trite geht mir auf die Nüsse. Du bist der nächste Kollege. Dich hole ich als nächstes. Also das Messer muss den bös gestriffen haben. So, genau. Ich komme gar nicht dazu, meine Perks zu erklären. Auf jeden Fall spiele ich einfach mit Pop Goes the Weasel, ist klar, um einfach ein bisschen... Danke. Um ein bisschen die Gens wieder runterzudrücken. In der Jagd zu erzählen, ist schon schwierig. Oh Mann. Ist schon schwierig. Was wollte ich erzählen? Alter, meine Güte, ich bin lost. Also, das ist verdammt schwer, wenn ihr das denkt, was ist das eigentlich für ein Bauer? Das ist wirklich anstrengend, live zu kommentieren. Plus sich auf die Geräusche und sowas zu konzentrieren. Also, es ist wirklich nicht einfach. Genau, Pop Goes the Weasel ist natürlich klar. Durchdringendes Zittern habe ich einfach mitgenommen. Einfach wegen Spirit, weil ich finde es einfach sehr stark. Durch dieses Snowballen, durch das Aufhängen, habt ihr jedes Mal diese Gen-Blockade. Und verhindert einfach, dass dann die Survivor in Gen zum Beispiel reparieren. Und ihr könnt auch mehr oder weniger so ein bisschen, vor euch selber feststellen, okay, wo sind eigentlich die Survivor? Weil die Gens, die ja quasi die repariert werden, leuchten ja in einer anderen Farbe auf. Also ich glaube, in Weiß ist das ja. Und dadurch seht ihr dann, okay, da müsste ein Survivor sein. Und deswegen finde ich halt durchdringendes Zittern bei Spirit sehr, sehr stark. Die ist hier irgendwo. Entweder habe ich die Fußspuren übersehen oder sie ist weg. Okay, egal. Genau, Uneinigkeit seht ihr, warum ich es mitgenommen habe. Ich finde Uneinigkeit bei jedem Killer verdammt gut. Einfach, dass ihr wisst, okay, wo sind die Survivor eigentlich? Mal mindestens, wenn es zwei sind. Und wie ich halt schon gesagt habe, gerade bei Pre-Made-Teams, die sind meistens immer zusammen am Gen. Also ganz selten werden die Gens einzeln gemacht. Und deswegen finde ich einfach Uneinigkeit auf jedem Killer einfach verdammt wichtig. Ah, da bist du, Kollege. Alter, woher wusste ich das? Ich hab's... Was? Genau, ich finde einfach Uneinigkeit extrem wichtig, weil ihr wisst einfach, wenn zwei Leute am Gen sind und ihr könnt das alles direkt unterbinden. Und das einfach mit korrupter Intervention in Kombination, wenn gerade anfangs viele Gens blockiert sind, zwingt ihr ja quasi mehr oder weniger die Survivor, sich zusammen an einen Gen zu setzen. So, wo habe ich jetzt den anderen hingehängt? Der müsste hier irgendwo sein. Da. Ja, liegen gelassen ist hingehängt. Und häng ab. Dankeschön. Und deswegen finde ich Uneinigkeit mit korrupter Intervention eine schöne Kombination. Och. Alter, bist du los. Okay. Danke fürs Abhängen. Also, ey, ihr macht's mir aber auch echt gerade extrem leicht. Und genau, das Zwischengesetz habe ich eh erklärt. Es gibt noch andere Perks, die man nehmen könnte. Als Anti-Gen-Rush-Perk, da gibt es zum Beispiel den Perk vom... Lass mich kurz überlegen.
Zum Beispiel vom Doktor überladen. Als Beispiel. Den könnt ihr zum Beispiel auch benutzen. Ist auch ein toller Anti-Genrush-Perk. Einfach, weil die Fähigkeitschecks ziemlich klein sind. Und... Okay, dass da eine Palette war. Und gerade in den niedrigeren Rängen, zumindest in den niedrigeren Rängen, werden diese diese Fähigkeitschecks schon, ja, ich sag mal, häufig verkackt auf gut Deutsch. Und da kriegt ihr natürlich auch ab und an mal mit, wo halt sich einer befindet. Ist halt jetzt natürlich nicht so gut wie jetzt, oh, danke. Wie jetzt dieses Perk-Bild oder wie jetzt so dringend zittern oder Uneinigkeit. Aber es ist natürlich möglich, so zu spielen. Deswegen sage ich halt, wie ich halt anfangs in der Runde gesagt habe, es gibt keine... Kein ideales Perk-Bild oder kein ideales Anti-Gen-Rush-Perk-Bild, so rum, was ihr benutzen könnt für jeden Killer. Es ist individuell. Zum Beispiel könnt ihr doch Barbecue und Chili, könnt ihr auch ganz gut als Anti-Gen-Rush-Perk Bild mit reinbauen. Einfach, dass ihr, sobald ihr einen hinhängt, ihr genau wisst, okay, wo sind die Survivor gerade? Hocken sie am Gen, hocken sie nicht am Gen? Und wie gesagt, ihr seht es halt, Uneinigkeit, das hat mir jetzt, glaube ich, das vierte Mal, drei oder das vierte Mal jetzt gesagt, wo wo die Survivor sind. Und deswegen finde ich, Uneinigkeit muss einfach... Okay, da habe ich mich jetzt leider verdrückt. Muss einfach in jedes Perk-Bild rein. Muss. Uneinigkeit, gerade weil kaum jemand alleine spielt oder weil kaum ein Survivor alleine ein Gen macht, finde ich Uneinigkeit unersetzlich. So, jetzt brauche ich noch die Yui. Ich meine, auf der anderen Seite läuft halt auch die Runde gerade für mich extrem gut. Also, muss halt mit dazu sagen, dass einfach gerade die Leute relativ lost sind. Ich glaube auch nicht, dass das Premates sind, weil wenn es Premates sind, würden die nicht hier so ein Chaos veranstalten. Also wenn es jetzt eine vierer Lobby wäre, würde das komplett anders aussehen, definitiv. Das ist halt auch noch die andere Sache für einen Anti-Gen-Rush-Perk. Ist es eine vierer Lobby an Survivern, gegen die ihr spielt, oder ist es keine vierer Lobby? Okay, was du da machst, habe ich auch keine Ahnung. Aber auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass das Perk-Bild, was ich euch jetzt gerade vorstelle, mit dem ich jetzt generell spiele, dass das schon ein gutes Anti-Genrush-Perk-Bild ist, mit dem wir auf jeden Fall, dass man den vielleicht an diesem Baum da hängen, mit dem wir auf jeden Fall einen guten Erfolg haben könnt. Ach komm. Ach komm, was? Okay, das war jetzt mein Fehler. Ich habe halt gedacht, sie würde nach links laufen. Deswegen habe ich ein bisschen nach links geschlagen. Aber so kann man sich auch ein bisschen verschätzen. So. Wie gesagt, wichtig ist halt, man muss es individuell sehen, pro Killer. Ein Hillybilly zum Beispiel kann auch mit dem Perk-Bild ganz gut gespielt werden. Ein Doktor würde ich auch sagen, ja, braucht man aber jetzt nicht zwingend Uneinigkeit dabei zu haben beim Doktor, weil er hat einfach seine Kopien, die dauerhaft euch verraten, wo die Survivor sind, und wenn ihr dann zum Beispiel eine Kopie gefühlt eine halbe Stunde neben einem Gen sitzen seht, dann wird da zu 100% wahrscheinlich auch ein Survivor sitzen. Und deswegen, so, ich will mal kurz hier abwarten, ob hier die Luke spawnt. Weil die spawnt hier ab und an mal. Nee. Deswegen wird zum Beispiel Uneinigkeit jetzt eher weniger bei einem Doktor gebrauchen. Meiner Meinung nach. Oder auch Barbecue und Chili. Braucht ihr auch nicht zwingend bei einem Doktor, wie ich halt vorhin schon erwähnt habe. Deswegen seht das immer individuell, so ein Anti-Gen-Rush-Perk. Und es kommt auch wirklich drauf an, ob ihr gegen die Vierer-Lobby oder nicht gegen die Vierer-Lobby spielt. Ganz klar. Ich meine, ihr könnt ja definitiv mal eure Anti-Genrush-Perks, die ihr so kennt oder mit denen ihr Erfolg habt, mal in die Kommentare schreiben. Da können wir ja gerne mal darüber ein bisschen diskutieren. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Im Gegensatz zu mir, wer weiß. So, hier ist irgendwo der Dwight. Da habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Ja.
Du, Kollege, ich habe unendlich Zeit. Oh. Hat er gut gemacht. Der ist noch da hinten. Eigentlich will ich die Luke schließen. Das ist mir alles viel zu risky, was er hier gerade macht. Okay, ich habe mich auch saudumm angestellt. Muss man leider mit dazu sagen. Also wenn er jetzt die Luke kriegt, dann vollkommen zurecht, weil ich habe wirklich dumm gespielt. Also wenn er sie kriegt, dann hat er sie auch einfach nur verdient wegen Dummheit des Killers. Muss man einfach sagen. Ich will ungern meinen Dings benutzen. Och komm! Ey, das ist doch nicht wahr, Lukas. Okay. Dann haben wir jetzt auch den letzten dort noch bekommen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, das ist wirklich individuell. Schreibt in die Kommentare, was sind eure Anti-Gen-Rush-Perks? Ich bin mal gespannt, mit welchen Perks ihr so spielt. Und wir sehen uns in der nächsten Runde von DBD. Ciao, ciao.